Ui. Ui. So, um das kurz zu erklären, es gibt hier ein paar Webseiten online, das ist alles online, ihr müsst nichts downloaden. Bei dieser Webseite müsst ihr euch anmelden mit Google zum Beispiel oder mit E-Mail-Adresse. Das ist Dream Studio, alles eine Beta. Das ist Stable Diffusion, viel zu hell die Website. Das ist auch eine Online-Demo, wo ihr eingebt, was ihr haben wollt und dann ein Bild rausbekommt, like wie das hier. Cat in Armor, Katze in Rüstung. Ich weiß nicht, es kann sein, dass ihr diese Webseiten von Google aus in Deutsch übersetzen könnt. Ich will auch testen, ob man was Deutsches eingeben kann und was bekommt oder ob das nur in Englisch funktioniert. In Ritterrüstung. Katze in Ritterrüstung. Schauen wir mal, ob wir da was rausbekommen. Gehen wir schnell kopieren. Dream heißt ein Träumen. Und dann dauert das ein bisschen. Ich kann das gleich hier auch eingeben und schauen, ob hier was kommt. Advanced Options, Images 1. Guidance Scale passt so. Nein, ich habe nichts eingegeben. Ich habe nichts eingegeben. Katze in Ritterrüstung. Jetzt muss ich nochmal anfangen. Sieht der Samen. Katze in Ritterrüstung. Dann dauert das hier ewigst. Ewigst. Das ist keine Katze in Ritterrüstung, das ist eine Katze. Das ist nur eine Katze. Es ist noch nicht ganz perfekt. Wir könnten Katze nur in Rüstung probieren. Es geht anscheinend. Katze in Rüstung. Hier habt ihr eine Scale, CFG Scale, wie nahe das Bild an dem sein soll, was ihr eingegeben habt. Steps sind Schritte, wie viele Schritte das Programm berechnet. Number of Images, wie viele Images ihr rausbekommt. Ich bleibe da meistens bei 1. Diese Webseite heißt Credits per Image. Ihr habt 200 Credits gratis. Und hier habt ihr dann Membership. Und da habt ihr, wie viele Versuche ihr left habt, noch übrig habt. Und dann, wenn ihr noch weitere generieren wollt, müsst ihr dafür zahlen. Okay, jetzt habe ich meine Bild verloren, jetzt habe ich mein Bild verloren. Ist okay, Katze in Rüstung gehen wir ein. Anscheinend funktioniert es in Deutsch. Die Frage, ob es die Webseite verwirrt, ob ich jetzt das AI-Learning, das diese Webseite hat, ruiniere für die Webseite. Kann sein. Nein, nein. Also, weißt du, was eine Katze ist? Aber es weiß nicht, was eine Katze in Rüstung ist. Eine schöne Katze haben wir hier. Very jobby. Katze in Rüstung funktioniert nicht. Okay, was kann ich sonst noch Deutsches eingeben? Haben wir 100 Wasser? Okay, sie haben 100 Wasser erkannt. Aber nicht Katze. Versuchen wir das nochmal. Das ist priceless. Das wird sich gut verkaufen, das werden wir speichern. Ich bin mir sicher, man kann damit Geld machen in der Zukunft, so wie NVTs, NVTs, NV, ja, was auch immer. Und probieren wir das nochmal mit einer höheren CFG-Scale, sodass vielleicht auch eine Katze dabei rauskommt. Wie weit sind wir hier? Nicht sehr weit, muss ich wahrscheinlich pausieren dann. Hier haben wir Friedrich 100 Wasser, ein paar Bilder von ihm gezeigt. Nein, es ist so ziemlich das Gleiche. Es ist so ziemlich das Gleiche. Ich werde euch zum Schluss wahrscheinlich einfach ein paar Bilder von mir reinhauen. Da haben wir was. Alles, was bis jetzt rausgekommen ist. Zum Beispiel, das ist eins der besseren. Das war im englischen Video. Jason Statham in N7-Rüstung. Wo ist meine Ela? Hier ist Ela from Horizon. Das ist mehr gebotcht. Überhaupt das Gesicht. Das sollte ein Raptor sein, ein Predator Raptor. Ja, es botcht ziemlich viel bis jetzt. Ein paar coole Sachen kommen raus. Das ist auch Aloy mit niedrigen Einstellungen bei CFG. Also, es ist ziemlich künstlerisch und schon cool aus, aber nicht genau das, was ich haben will. Wie weit sind wir? Da, das wird mir wahrscheinlich zu lange dauern. Okay, ich zeig's dir später. Jo. Ah,
Keine Ritterrüstung für uns. Keine Ritterrüstung für uns, leider. Wir kriegen abgeäffte Katzen mehr. Yay, abgeäffte Katzen. Ah, Katze. Eins. Ich habe noch was anderes nachgegoogelt. End of the World, Armageddon, Vincent van Gogh. Ah, es ist eine Stadt. Es schaut aus wie ein Sturm. Naja, es ist cool, es ist okay. Es ist okay. Ich hoffe, ich habe euch schon alles gezeigt. Wie ihr seht, es ist auf einmal dunkel geworden. Also es sind wirklich 8 Stunden später. Hoffe, ich habe euch alles gezeigt. Bildschirmfotos. Ich hoffe, ihr kennt euch aus. Sonst habe ich alles in Englisch auch. Auch ein längeres Video in Englisch, wo ich herum experimentiere. Die meisten Experimente kamen in diesem Video. Jetzt muss ich mir nur überlegen, was ich als Thumbnail nehmen will. Vielleicht dieses Bild einfach. Na, ja, mal schauen. Ja, es werden vielleicht nicht die Katzen. Die sind ein bisschen abgeheft. Anscheinend funktioniert Deutsch schlechter. Es ergibt Sinn, es ist eine englische Website. Yo, peace out.